Huldigungen für den Rechtsaußenanführer Björn Höcke, den man inzwischen Faschist nennen darf, 2018 auf dem Bundeskongress der Jugendorganisation der AfD. Mit dabei Alexander Leschik hier im Bild. Auch Nikolai Budagi war vor Ort, hier links bei der Anreise. Bis vor kurzem waren die beiden AfD-Funktionäre. Leschik engagierte sich seit 2015 in der Jugendorganisation, trat später der Partei bei. Budagi wurde bereits 2013 Mitglied der AfD. Heute, sagen sie, haben sie mit der AfD gebrochen. Die Stimmung auf dem Bundeskongress, so die beiden, habe ihnen schon damals zu denken gegeben. Das Erste, was wir sahen, waren zwei Mitglieder aus Ostdeutschland, die eine Reichskriegsflagge vor Presseleuten schwenkten. Ganz viele rechtsextreme Exzesse. Es ging um Themen wie weiße Rasse, dass ein eisernes Kreuz aus dem Met war. Absolute radikale Atmosphäre. Mitgemacht haben sie dennoch. Heute räumen sie ein, sich mit der Partei radikalisiert zu haben. Mir fällt da zunächst eine Parole ein, die ich selber über ein Bild von einem Wahlkampfstand gepostet hatte auf Facebook, in Unkenntnis des historischen Hintergrundes. Der Slogan lautete Deutschland der Wache. Eine Parole aus dem Dritten Reich, hier zu sehen auf einer Postkarte. Als Alexander Leschik auf den historischen Kontext seines Posts hingewiesen wurde, habe er ihn gelöscht, gibt er an. Trotzdem unentschuldbar und ein Sinnbild dessen, was in der Partei mittlerweile zu diesem Zeitpunkt schon Usus war. Sie sagen, inzwischen dominierten die Rechtsextremen die Partei. Aus ihrer Zeit in der AfD haben sie über die Jahre umfangreiche Chatprotokolle aus diversen Chatgruppen dokumentiert, die das belegen sollen. Nun wollen sie an die Öffentlichkeit, haben dazu ein Buch geschrieben. Das einzige Ticket, das ich einem Flüchtling geben würde, wäre ein Expresszug nach Auschwitz-Birkenau. Schwule sind in meinen Augen auch meistens Viecher, aber muss ich ja jetzt nicht jedem sagen. Niedere Menschenformen sexuell zu demütigen, ist ein Beleg für die Überlegenheit der weißen Rasse. Man sollte diese ganzen Volksverräter öffentlich hinrichten lassen. Das ganze Kabinett Merkel. Stoppt Tierversuche, nimmt Flüchtlinge. Beide haben eine steile Karriere hinter sich, waren im Bundesvorstand der Jungen Alternative, der Jugendorganisation der AfD. Zuvor waren sie politisch Suchende, sagen sie. Ich war der Meinung, dass nach dem Linksschwenk in der Europolitik bei der CDU eine konservativ-bürgerliche Kraft gefehlt hat. Also ich hatte zunächst 2014 einige Stammtische der Jusos besucht gehabt. Ich komme selber aus einem sozialdemokratisch geprägten Elternhaus und habe dort zunächst meine politische Heimat vermutet gehabt. Bei den Stammtischen dort habe ich aber festgestellt, dass es diverse inhaltliche Unterschiede gibt oder Positionen, in denen ich mich nicht wiederfinden kann. Die Strukturen in der AfD waren deutlich, deutlich durchlässiger. Man kam zu einem Stammtisch, wurde direkt von Funktionären begrüßt und wurde sehr schnell voll genommen. Über ihre Parteiarbeit lernen sich Leschik und Budagi kennen. Sie verstehen sich als Konservative. Mitgemacht haben sie trotzdem lange, bei einer Partei, bei der ihnen immer wieder rechtsextreme Ansichten begegnet sind. Nikolai Budagi, dessen Vater Iraner ist, glaubt heute, er wäre der AfD nützlich gewesen. Aufgrund meines Migrationshintergrundes, teilweise, ich glaube schon, dass ich so ein bisschen so als Posterboy war ich schon gut, ja. Ein gern genommenes Feigenblatt. Rassistische Anfeindungen treffen ihn dennoch. Budagi ins Gulag und Bagdadi, also Bagdadi bezog sich auf diesen IS-Führer. Eine Sprache, an die sich Budagi und Leschik über die Jahre gewöhnen. Immer wieder tauchen in den Chat-Nachrichten menschenverachtende Posts auf. Ein Bild in dieser WhatsApp-Gruppe zeigte beispielsweise einen Soldaten an einem Maschinengewehr. Darüber stand dann Deutschlands schnellstes Asylverfahren. In dieser Gruppe wurde eine Abstimmung zum Holocaust eingerichtet. Ein guter Teil der Gruppe kreuzte die Option an, den Holocaust hat es nie gegeben oder er hat so nicht stattgefunden. Auch bei der Aufnahme neuer Mitglieder hätte der Rassismus in der Partei eine Rolle gespielt, sagt Budagi. Es gab einen Moment, da hat mich ein Kreisvorsitzender angerufen, nachdem ich zwei farbige Interessentinnen beim JA-Stammtisch hatte und mir gesagt, dass diese Menschen nicht in die Partei gehören würden, dass das sind, dass die auf Bäumen Bananen pflanzen würden und so weiter. Und das hat mich doch sehr schockiert. Das war 2018. Ausgestiegen ist Budagi erst zwei Jahre später. Ann-Kathrin Müller, AfD-Expertin beim Spiegel, wundert sich über so viel Geduld.
Die AfD entwickelt sich schon sehr, sehr, sehr viele Jahre, eigentlich immer weiter nach rechts, eigentlich von Beginn an. Und man hätte das mit jedem Ausstieg eben von Herrn Lucke oder von Frau Petri eben sehen müssen, dass sich immer die Radikaleren durchsetzen. Insofern ist mir nicht ganz erklärlich, wie man das so lange hat mitmachen wollen. Erklärungsversuche zweier, die erst sehr spät die Reißleine gezogen haben. Wenn man sich in der AfD engagiert, dann opfert man unfassbar viel Zeit. Man nimmt Einschnitte im persönlichen Umfeld hin, man nimmt Anfeindungen hin, man baut Strukturen auf, steckt viel Geld, viel Zeit in diese Strukturen und die will man dem völkischen Flügel nicht überlassen. Ich glaube, das ist sozusagen das Monster, das wir erschaffen haben. Man ist ja sozusagen immer noch ein bisschen der Vater. Ja? Es ist traurig. Ja, man hofft, dass sozusagen der Junge zur Vernunft kommt. Ja? Möglicherweise haben die beiden geglaubt, sie könnten ihre politischen Vorstellungen durchsetzen, trotz oder mit den Rechtsradikalen. Inhaltlich ist die AfD ja auch gar nicht so weit auseinander. Das sagen Selbstgemäßigte. Es gibt ja gar nicht so viele unterschiedliche Streitpunkte, vielleicht in sozialen Themen am ehesten noch. Aber ansonsten ist es eigentlich fast immer nur eine Stilfrage. Vielleicht auch ein Grund, weshalb die vermeintlich Gemäßigten so lange mitmachen. In einer AfD, die sich mit Höcke und seinen Gefährten so sehr radikalisiert hat, dass ihr die Beobachtung durch den Verfassungsschutz droht. Mich hat nur gewundert, wie lahm der Verfassungsschutz eigentlich war. Also ich kann Ihnen sagen, wenn die ihre Arbeit vernünftig gemacht hätten, dann wäre die AfD längst nicht nur Verdachtsfall, sondern längst Beobachtungsobjekt. Die JA wäre längst auf dem Niveau der NPD. Noch im April, kurz vor seinem Ausstieg, nahm Leschik an einer internen Online-Konferenz mit Parteichef Jörg Meuthen teil. Dort soll Meuthen seinen Unmut über die Rechtsaußen in seiner Partei geäußert haben. Es gäbe Leute, die die Beobachtung durch den Verfassungsschutz geradezu geil fänden. Das sei für die Partei fatal. Auf Anfrage bestätigt Meuthen diese Aussagen nicht. Doch er scheint sich als vermeintlicher Biedermann immer unwohler zu fühlen zwischen all den Brandstiftern. Ja, ist auch ein bisschen Wohlfall, die Kritik, jetzt plötzlich zu sagen, man wolle das nicht, wenn man davor jahrelang zu den Treffen gegangen ist, da Reden gehalten hat, kein Problem mit Andreas Kalwitz hatte und das plötzlich hat. Also das ist natürlich Wohlfall.